Ja, bei immer wieder sonntags, man trifft auch immer mal wieder Leute, die wir bislang noch nicht bei uns im Promi-Geflüster hatten. Zum Beispiel Fabian Harloff. Schön hier zu sein. Grüß dich. Hi. Ja, das erste Mal im Europapark? Das erste Mal im Europapark und ich bin sehr beeindruckt. Also ich habe gestern ein bisschen Zeit gehabt, da mal rumzulaufen. Das ist ja sehr groß, sehr laut und sehr viel los. Glaubst du, nächste Mal so bei euch da, wo du herkommst, im hohen Norden, ist der Hansa-Park, glaube ich, ne? Wir haben das Hansaland, ja. Das ist Hansaland. so, das ist so ein Zehntel von dem hier. Okay. Ist auch sehr schön und ich hab eine 9 Monate alte Tochter und ich hab deswegen schon mal ausgespäht, was man dann so in 3, 4 Jahren alles mal besuchen kann. Genau. Ja, jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen uns unterhalten. Du bist ja natürlich, wir wissen es ja natürlich alle, schon als Teenager sozusagen oder noch jünger sogar schon Fünfjähriger schon, vor der ja. Kamera gestanden, ne? Genau, schon mit 5 in der Sesamstraße angefangen. Dann 10 Jahre später TKKG. Da ging es dann richtig los. Genau, das waren dann so die Serien, die wir wirklich, als wir jung waren, wirklich Ja, geguckt das und die Weihnachtsserien. Und es gab damals ja eben nur 3 Fernsehsender. Das heißt, mit einer Serie war man plötzlich echt berühmt. Und dann war ich auch noch, sah ich damals noch unglaublich gut aus und war plötzlich in der Bravo. Und das Aber ging, heute auch noch. geht noch, ja. Ja. Und war in der Bravo und das ging richtig los, ja. Und da waren natürlich einige Kollegen so dabei, die man da kennt. Und die sind alle hier in der gleichen Agentur gewesen. Ich halte es ruhig mal her. Ja. Das war so ein schönes Sammelsurium, so ein schöner Katalog. Sind Sie immer noch? Also Patrick ist auf jeden Fall auch immer noch in der Agentur und wir sind auch seit eh und je befreundet. Also wir haben uns ja, das war ein Film, Gin Tonic und Bananensaft hieß der. Den haben wir 87 gedreht. Und da haben wir uns alle angefreundet und ja, sind bis heute ein tolles Team. Okay, super toll. Ich weiß noch, Patrick hat, glaube ich, mal angefangen bei Rudi Carrell irgendwo als ganz kleiner Steppke. Genau, das war das Erste, was Patrick gemacht hat und dann natürlich Silas Stackhollborn und die ganzen Weihnachtsserien und so. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Es geht um deine neue CD, die du rausgebracht hast, auf dem Land, ne? Du bist ja eigentlich ein Stadtmensch. Ja, also ich bin auf dem Land oder in einer Kleinstadt aufgewachsen Okay. und dann mit 18 sehr früh in die Stadt gezogen. Habe dann in Hamburg lang gelebt, in Köln, in München und hauptsächlich aber in Hamburg. Und bin jetzt wieder da hingekehrt, wo ich aufgewachsen bin. Aber, Okay. beziehungsweise noch ein bisschen weiter raus. Also ich bin wirklich jetzt auf dem Land. In unserem Dorf gibt es, glaube ich, 6 Personen Das ist überschaubar. und 60 Pferde. Okay. Mehr Pferde als Menschen. Ja, definitiv. Okay. Genau. Und um die Pferde kümmerst du dich dann alle? Nein, also das sind nicht alles meine Pferde. Wir haben auf dem Hof 3 Pferde, Okay. um die ich mich auch kümmern muss. Meine Frau ist eben Reiterin, also hobbymäßig, ne? Und ja, im Endeffekt, der Song Auf dem Land handelt so ein bisschen, ist autobiografisch, handelt von den letzten 3 Jahren meines Lebens. Und weil ich eben auch aufs Land gezogen bin und Country Music immer gemocht habe, habe ich mir gesagt, jetzt bin ich Country, jetzt bin ich Farmer, also kann ich auch ein Country-Album, deutscher Country-Pop gibt es noch gar nicht, aufnehmen. So sieht Stimmt, das stimmt. Album aus. Genau, so sieht's aus, richtig. Es ist noch ein richtiges Album. Ich habe mir auch die Rückseite ist sehr interessant. Da ist jeder gespannt und will mehr sehen, Ja, wahrscheinlich. genau, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Man beachte irgendwie, in Amerika tragen die Leute Cowboy-Stiefel. Ich, im Schleswig-Holstein, tragen wir auf dem Land Gummistiefel. Okay, sehr gut. Gibt es da innen drinnen eine Fortsetzung von den Bildern? Es gibt tatsächlich viele schöne Bilder. Ich habe mir ganz viel Mühe auch mit dem Inlay gegeben, also mit dem Booklet gegeben. Da steht dann auch drin, warum ich die Songs geschrieben habe, wo ich sie geschrieben habe und viele Fotos von meinem Hof. Okay, da sind wir schon mal gespannt, wenn wir da mal die CD in die Hände kriegen und mal reingucken können. Kauft sie euch einfach. Genau, richtig. So soll es sein, richtig. Ja, eigenständige Titel, wie viel sind denn drauf? Also es sind 10 Titel drauf, alle selber geschrieben, ein paar mit ein paar anderen Leuten zusammen, aber eigentlich alles von mir. Und produziert habe ich das mit meinem Gitarristen zusammen, auch auf dem Land. Also das ist 100% Harloff. Okay, also Bio kann man sagen. 100% Bio, wie, genau, Bio Harloff. Ja. Richtig, genau. Wie man da immer so schön sagt, alles was vom Land kommt, ist Bio, ne? Muss auch nicht alles. Also es ist, man kann auch einfach nachhaltig, beziehungsweise regional, also das, ich weiß zum Beispiel, die Kühe, die bei mir nebenan auf der Weide wohnen, die kenne ich jetzt nicht alle beim Namen, aber ich weiß, die sind sehr gesund und denen geht's gut. Und wenn ich weiß, wo man da das Fleisch kaufen kann, dann kann man das auch kaufen. Sehr gut, sehr gut. Ja, also was überwiegt jetzt dann aktuell mehr, die Musik oder die Schauspielerei? Ich glaube, du bist ja noch in der Notruf-Hafenkante zu sehen, nach wie vor.
Nächste Woche wieder drehe ich Notruf-Hafenkante, ja. Läuft alles parallel. Im Moment bin ich natürlich sehr viel unterwegs in Deutschland, um auf dem Land Radios und Fernsehsendungen zu präsentieren. Aber wie gesagt, nächste Woche geht das auch schon mit dem Drehen wieder los und dann wird auch hoffentlich im Herbst eine kleine Live-Tour stattfinden. Das Leben bleibt spannend. Ja, auf alle Fälle. Wie wird denn die Musik dann draußen angenommen? Weil ich sag mal, bei den Radiostationen ist ja so die allgemeine Country-Music immer noch ein bisschen stiefmütterlich. Ja, ich nenne es ja eben auch deutschen Country-Pop. Also jeder Radiosender hat seine eigene Meinung. Einige finden es toll, andere weniger. Und die, die es toll finden, die spielen es, sollen es auch. Ich war ja eben hier auf der Bühne, das ist toll angekommen. Ich bin total froh, dass ich hier sein darf. Und ich hoffe, dass davon noch mehr kommt. Und von der Notruf-Hafenkante sind ja auch genügend Fans. Was sagen die dazu, wenn du jetzt die Musik machst? Wird es da auch positiv gesehen? Natürlich, klar. Ja, also es gibt ja auch so mehrere Seiten, Notruf-Hafenkante, Fanseiten und so, und auch ich habe schon Kontakt zu einigen Fans und die nehmen das alle sehr positiv auf und ganz viele waren auch bei meinem CD-Release-Konzert in Hamburg. Also es war übrigens ein ganz tolles Konzert. Wir müssen mal sehen, ob wir so eins auch mal erleben können, weil es klingt schon sehr spannend. Ja, wenn ich mal hier in die Gegend komme, ich sag Bescheid. Bitte gerne. Wir bleiben in Kontakt, genau. Über die Social Media bist du auch zu finden? Ich bin auf Facebook. Es gibt viele Seiten. Ich bin natürlich auch inzwischen auf Instagram. Fabian.Harloff. Sucht mich, ihr werdet mich finden. Und www.fabianharloff.de. Genau. Und Harloff muss man aber, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Harloff. Nicht wegen dem. Es gibt ja noch einen Bruder, der auch sehr erfolgreich im Schauspielerei tätig ist. Genau, ja. Marek hat auch früher mal Musik gemacht, ganz viel. Marek ist super erfolgreich. Und das Schöne ist, wir wohnen jetzt auch wieder ziemlich nebeneinander. Also nicht nebeneinander, aber 5 Kilometer entfernt und sehen uns auch wieder öfter, weil er auch auf dem Land wohnt. Und ja, den könnt ihr aber auch gerne googeln und suchen. Toller Kerl. Ja, auf alle Fälle. So haben wir von Bruder jetzt auch gleich noch Werbung gemacht. Genau. Und wir schauen kräftig natürlich wieder die Notruf-Hafenkante und sagen natürlich auch auf dem Land hier, komm nochmal her, die noch CD nochmal. Noch gibt es ein paar Exemplare auf Amazon zu kaufen, habe ich gehört. Ach ja, da gibt es noch genügend. iTunes kann man auch reinschalten. Genau. Gibt auf allen Portalen. Genau. Holt sie euch. Alles klar, dann würde ich sagen, jetzt noch ein bisschen Achterbahn fahren, oder? Nee, ich muss jetzt, Schleswig-Holstein ist etwas weiter weg hier. Ich fahre jetzt mit dem Auto nach Stuttgart und dann mit dem Flieger nach Hamburg. Okay. Sehr gut, alles Gute, gute Heimreise und bis ganz, ganz bald. Danke dir, bis dann. Ciao. Ciao.